Modelle der Schweizerischen Bundesbahnen SBB stehen bei dem im Nachbarland Österreich beheimateten Hersteller Rocco häufig auf der Angebotspalette. Hier nun ein vierachsiger Rungenwagen der modernen SBB aus der Epoche 6. Beim Modell muss erst noch Hand angelegt werden, bevor es wie im Katalog abgebildet aufs Gleis gestellt werden kann. Es sind die beigefügten Bügelkupplungen, die Rungen und die beiden gelben Handräder zu montieren. Rungen und Handräder haben seitliche Zapfen, die in Bohrungen im Chassis des Wagens passen. Werden die Rungen kräftig gepresst, rasten sie deutlich hörbar ein. Dann finden sie auch an einem kleinen, am Chassis angebrachten Zapfen Halt für die senkrechte Position. Dieses Befestigungssystem macht nicht nur Sinn, es ist auch so stabil, dass die Rungen im Anlageneinsatz nicht verloren gehen. Beim Wagen handelt es sich um ein detailliertes Modell mit sauberem Druck und präziser Fertigung. Wenig vorbildgerecht ist die Platzierung der Bremsbacken seitlich der Räderlaufflächen statt mit ihnen in einer Linie. Rocco reiht das Modell in die Epoche 6 ein, die laut Morop in der Schweiz in 2005 begann.